liebe Leute, und alle herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3 zur vielleicht finalen Zustand, der sie daran erinnert, dass das Leben es wert ist, dafür zu kämpfen und dass unsere Sache so vielleicht finalen ja, Aufnahmesession überhaupt. So, wir wollen heute mit der Story ein bisschen weitermachen. Okay. Also wir haben hier oben zwei Dinger, die blinken. Ansonsten haben wir gerade nichts, ne? Keine Information. Was ist hier unten? Ach, ein Rennen. Ne, habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Gut, dann fahren wir hier hoch mit Birdonelli. Den kennen wir ja auch noch irgendwo, ja. 1,7 Kilometer, PCP. Wie gesagt, wir haben vielleicht nicht mehr viel zu machen in Mafia 3. Das heißt, wir gehen bald in die nächste, in das nächste Game. Oh, ich kreis noch, ich kreis noch hier. Vollstopfen. Ja. Ja, da springt mir einer vor die Karre. Da ist der zweite gerade. Der einfach mal mehr so vors Auto jetzt gehüpft ist. Naja. Ah, hier ist der Steinbruch, okay. Den kennen wir ja auch noch mittlerweile. Aber naja, glaube ich, in der letzten Folge, der vorletzten Folge. Ja, genau. Gut, okay. Vielleicht finale, was ich gerade sagen wollte, vielleicht die finale Aufnahmesession hier bei Mafia 3. Danach geht's los mit World War Z. Da bin ich auch auf jeden Fall ziemlich heiß drauf. Ich habe den ersten Teil schon aufgenommen. Und falls ihr da irgendwie noch Bock habt oder so, wer sagt, hey, was sieht das interessant? Ich habe aber noch nicht viel gemacht. Dann kein Problem, meldet euch auf jeden Fall bei mir. Ach, wir sind hier, okay. Wie denn, die wohnt hier nebenan oder was? Wohnt hier nicht deine, der andere Truppe ist da noch? Empfehlungen und all das Zeug. Ja, okay. Ganz schön weit weg von Point Verdun, oder wer? Hab beschlossen, mich umzuorientieren. Nicht mehr viel zu holen für mich in dem Laden. Und was läuft jetzt so? Psychoaktive Narkotika. Hab gehört, das beste Zeug kommt aus Frisco. PCP. Und es schädigt mein Geschäft. Okay. Und wo ist sein Labor? Keine Ahnung. Aber vor einer Weile hat Miss Olivia Marcano einen Spitzenchemiker namens Bobby Bastian engagiert. Der hat ihren Laden so aufgerüstet, dass kleine Hersteller nicht mehr mithalten können. Die haben sogar Taxis, die das Zeug ausliefern. Ich muss zu Bastians Dealern. Vielleicht verraten sie ihn. Dann hätte ich was gegen ihn in der Hand. Es kommt noch dicker. Miss Marcano soll noch ein paar Studierte aus San Francisco geholt haben. Wenn du sie alle machst, steckt Bobby Bastian ganz schön in der Scheiße. Misch einen von Bastians Jungs auf. Vielleicht erzählt er dir dann ja was Brauchbares. Okay, gucken wir mal. So, wir sollen diese Taxen auch holen. So, wir haben bestimmt neue Ziele dann auch. Warte mal. Jo, der erste ist hier unten direkt. Das ist 180 Meter, dann gucken wir uns mal um. Befrage Bobby's Dealer. Okay. Dann machen wir das doch. Fahren wir da heute. Entschuldigung, die fahren mir in die springen mir vor die Karre. Der, total unnötig. So vermeide ich nicht viele Gegner. Werden diese Regierungsaffen in Washington einen Weg finden, das Zeug zu besteuern. Und dann sind du und ich und sogar Mr. Marcano raus aus dem Geschäft. Na super. Welch eine Überraschung. Scheiß doch mal! Hab ihn im Visier! Scheißding da rein! Nimm das, Arschgesicht! Ich sterbe!
Bitte. So, du bist erstmal tot. So, und was ist mit dir jetzt hier, Happelmännchen? Du erzählst mir besser, was Bobby Bastian so am Laufen hat. Wir haben die Drogen per Taxi durch die Stadt transportiert. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der Boss die Einnahmen in der Taxizentrale aufbewahrt. Gut. Gute Nacht, du Asse. So. Kaputt. Komm mal her, mein Freund. Was willst du? Du liegst also nur so rum in der Gegend. Oh, ich hätte mich nicht heilen müssen. Krieg ich den nicht irgendwie hochgenommen? Ach, jetzt war scheiß drauf. So, alles kaputt. So, du bist mittlerweile auch hops, mein Freund. Und ihr kennt das Spielchen ja. Die gehen auf jeden Fall erstmal Leichen entsorgen. Hm, super. Dann gehen wir hier hin. Komm, wir haben ja ein bisschen Luft. Ich hoffe, dass mich jetzt natürlich von der Straße keiner sieht. Das wäre natürlich noch ein bisschen doof. Ob jetzt noch ein Alligator da angehüpft kommt. Nö. Okay. Naja, egal. So. Gut. So, das Ding nehme ich hier noch mit. Da hinten wäre ein Abhörpunkt zum Aktivieren. Ich werde natürlich nicht explizit wieder nach allen suchen. Das sollte eigentlich schon klar sein. Deshalb habe ich, glaube ich, ein paar... Oh, da ist ein Taxi. So. Geht's ja gar nicht, verflucht. Sieh mal, Olivia ist genauso eine Halsabschneiderin wie jeder andere in der Mafia. Glaubt's mir. Und wenn ich sage, du solltest nicht... In Frisco Fields loswerden. Verstehe. So, die haben wir mal weg. Boah, Alter. Ich muss jetzt gerade ganz schnell die 4.500 jetzt hier, deswegen brauche ich. Da. Wir sind ja in dem PCP-Labor. Ist das nächste da hinten oder was? Ist das? Ja, scheinbar. Gut, dann gehen wir da mal hin. Okay, das muss ich mir näher ansehen. Der braucht bestimmt den schwarzen Tipp zu kommen, was? So, dann angeln wir uns mal das nächste Labor, das PCP-Labor hier. Wenn ich deine Fresse noch länger sehen muss, fang ich an. Was liegt an? Denkst du, das juckt mich? Ah! Was passiert? Ah, schnapp ihn euch! Der Kleine gehört mir! Ah! Ja, erwischt! Mit dem falschen Reißen angelegt. Schleich dich hinter ihn! Ich hab dir allein. Dann
Arschloch. Getroffen. Scheiße, ich sitz fest. Hey, ich sehe dich. Ja, welche Überraschung. Ich kann hier nicht weg. Oh, geh mir auf den Sack. So. So, wieder Munition ansammeln natürlich und ich muss wieder ein bisschen was Geld ansammeln. So. Ups. Und wo ist der letzte? Ist das der LKW? Ja, ist der LKW, okay. Sich das Thema auch erledigt. Ja. Also, es ist nicht wie ein GTA. Leck mich doch am Arsch, Alter. Oder so irgendwas dergleichen, dass ich irgendwas anbringen kann. Aber vor allem habe ich jetzt auch keine Munition mehr auf der Waffe, ne? Fuck you, ey. Ich brauche Sprengstoff irgendwie. Warte mal, wie kann ich Granaten eigentlich auswählen? Ich meine, ich habe noch ein paar, ne? Oder? Die Sau leer, oder was? Dann leck ich doch. Oh, super, ein Schuss. Ich brauche hier mal eine Möglichkeit, irgendwas zu... Ja, da weiß ich, dass wieder ein Taxi ist. Da ist das, okay. Wunderbar. Also, ich krieg keine Waffe jetzt, oder was? Hey, ja. Krieg ich mein Munitionsteil hier angefordert eigentlich? Ich hänge in Frisco und brauche Nachschub. Komme schon, nur einen Augenblick. Jetzt hoffe ich, komme der hier rein. Warte mal, der eine ist hier vorne. Okay, zeig, was du auf Lager hast. So. Molotov Cocktail Screaming, nehme ich mit der Granate C4 Ladung. Und das Mine. Okay, das war jetzt voll. Was für eine Verbesserung? Ich brauche eine normale Waffe. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Wir sehen uns. Aber hallo. So, ich werde jetzt natürlich keine. Die Cops jetzt gerade mal nicht abfacken.
Aber die Frage ist, wie kriege ich den LKW? Moment, ich muss mal gerade was versuchen. Optionen. Und Optionen. Steuerung. Wie kann ich die Granaten machen? Granaten, Granaten oder C4? Wegstecken. Das ist klar. Mit der 1, okay. Hm, so funktioniert das ganze Ding. Klack. Und damit ist der LKW zerlegt. Ich würde sagen, schade, wenn ich das Auto gleich mitnehme. Nö. Mal weiter. Was haben wir als nächstes? Wir hätten hier oben wieder Leute töten. Das würde ich sagen, machen wir das hier. Ich habe jetzt Bock, jemanden zu töten. Gab Chauvin. Oder Gap. Wie auch immer. Klingt ein bisschen französisch. Aber ist mir scheißegal. Tot wird er eh gleich sein. Wir haben noch 26.000 auf der Hand. Oh, sollen wir das in der nächsten Folge machen? Ich glaube, wir machen das in der nächsten Folge, würde ich sagen. Die ist ja auch schon ein bisschen was länger jetzt wieder. Genau, das machen wir dann tatsächlich wirklich in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder bei Let's Play Mafia 3. Tschüss.